Ich wollte eigentlich eine Folgenlänge 15 Minuten machen. Keine Ahnung, warum ich das wieder nicht mache. Da 63, nein, das nicht. Oh, pass auf, jetzt müssen wir natürlich irgendwie da hochkommen. Ah doch, ich war, komm mal noch hin. Warte. So, schwupps. Mhm. Das sind natürlich die Scheiben, aber wir können ja hier noch. Oha. Und ich bin so ein guter Parkourläufer. Aua. Ich sehe uns da schon unten liegen. Aua. Also auf hier machen wir das so, dass wir das bis oben durchwachsen lassen und dann hier so nach innen packen. Hier oben machen wir auch vereinzelt. Hier kommen keine Lampen dran. Machen wir das so. Das sollte ich nicht tun. Warte. Kommt ja nicht überall gleich viel, oder? Machen wir überall gleich. Nein, hier ist ein bisschen runtergewachsen schon. Das hängt schon vor der Scheibe. Nee, warte. So. Und so. Und dann setzen wir hier noch ein. Wow. Das ist komplett zugewachsen. Da ist da. Ne, warte, da ist die. Warte. Die ist zugewachsen. Und hier ist das auch zugewachsen. Sollte eigentlich nach da, ist egal. Dann geht der einen drüber und der auch. So, jetzt gucken wir mal. Keine Ahnung. Ah ja, doch. Oh ja. Alles so ein bisschen zugewachsen schon. Hat sich jahrelang keiner mehr drum gekümmert. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Alles schon so ein bisschen zugewuchert. Das müssten wir jetzt auch auf der anderen Seite machen. Wie gesagt, hier war schon seit Jahren keiner mehr. Wir haben das dann zufällig entdeckt. Irgendwie so. Oh, scheiße. Oha. Ah, gut. Haben wir da was vergessen hier? Ja, so langsam klappt es mit dem Parkourlauf auch. Das ist zu. Hier ist kein Fenster drin, ne? Ne. Da ist es halt zugewachsen, so. Ne, das ist offen geblieben. So, wir gehen jetzt weiter hier rüber. Hier rüber. Hier ist gar nichts. Was ist das dafür hier? Hier ist der zugewachsen. Warte, wir haben noch eine Axt mit, oder? Ja. Ist der dann zugewachsen? Den hat es dann rausgehauen, wie auch immer. Oh. Das ist natürlich jetzt sehr gut, was ich jetzt gemacht habe. Au! Ich wusste es, dass wir irgendwann nochmal runterfliegen müssen. Aber ich glaube, wir haben noch Laub, ne? Nee, müssen wir das kleine Schere machen und erstmal neues. Wir müssen sowieso nochmal neues holen. Birke, nee. Haben wir noch Eiche drin? Alter, das sieht so verwachsen aus. Das ist mal einmal so der Plan. Nee, wir haben nichts mehr. Wir brauchen eine Schere. Ja, sehr sinnvoll, die da reinzulegen. Machen wir eben noch ein bisschen. Müssen wir noch ein bisschen Laub holen. Da hängt sowieso noch was in der Luft.
Schnipp die Schnipp. Hätten wir die Fohlen gehabt, wären zwei Schafe jetzt noch am Leben. Entschuldigung. Hätten wir die leben lassen können. So, warte, das reicht, glaube ich. Ja, muss, wir haben keine Schere mehr. Oh doch, das reicht. So, warte mal, ich mache mal ein anderes Lied. Oh ja. Alter. So, ich gucke aber nach unten, weil ich möchte es noch nicht sehen. Ich möchte es auch noch nicht zeigen. Ich weiß selber nicht, wie es aussieht. Mhm, also er sagt schon mal gut. Nein, sagt er nicht. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich stelle mir dann vor, also ich weiß nicht, also für meine Fantasie ist es dann so, dass der Ort hier dann tatsächlich schon, so viel hätten wir gar nicht gebraucht, schon länger leer steht oder verlassen ist. Man hätte auch da oben was dran machen können, warte mal. Dass das schon länger verlassen ist und dass es halt zugewachsen ist hier alles. Hier können wir noch eine außen setzen und einen nach oben setzen und einen da dran, da dran. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Oh, ich freue mich schon auf den Balkon hier. Wie gesagt, wir werden erstmal das Haus zu Ende stellen, fertigstellen. So, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich mache mal eben die Reihe weg. Ich bin so ein bisschen nervös jetzt, dass es zu überwuchert ist. Nein. Tada! Oha! Ja, doch. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da muss noch ein bisschen rein. Mir gefällt es tatsächlich. Mir gefällt das tatsächlich. Es ist halt zugewachsen, wie gesagt. Es steht schon längere Zeit leer. Ja, sagt er auch. Und dann ist man halt hier hingekommen und hat das entdeckt. Und ja, kann man sich selber was zu aussuchen noch. Brauch nochmal Erde. Ich glaube, Erde ist alles im Keller noch reichlich, ne? Können wir hier auch mal ein bisschen aufmachen. Ich glaube, hier haben wir keine mehr. Ne, doch, haben wir. Passt. Reicht. Können wir das oben auch noch ein bisschen zuwuchern lassen. Wichtig ist eigentlich, dass man darauf achtet, dass wenigstens eine Verbindung immer besteht. Denke ich mir mal. Und so, reicht. Warte, da auch noch. Gucken wir mal, einfach mal blind drauf los, einfach mal drauf klatschen und gucken, was passiert. Ja, kann man machen. Sieht jetzt sehr zugewachsen aus. Ich weiß nicht, wie man es anders darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, aber das gefällt mir noch nicht. Warte. Ich sehe gerade was. Mhm, genau. Und zwar dazwischen. Das ist mir zu komisch geworden. Wir machen das mal komplett zu. Ist egal. So viel zum Thema. Einfach mal blind drauf losklatschen. Die Lücken dazwischen waren jetzt nicht so, wie ich es dachte. Aber, wie gesagt, zugewachsen. Verwildert. Jahrelang keiner mehr drin gewohnt. Das steht schon seit Ewigkeiten leer. Nur kommst du hier hin und dann, wenn wir hinterher die anderen Häuser noch... Oh, das wird hinterher unglaublich schwierig, was die Weihnachtsdeko angeht. Oder die haben das einfach so zuwachsen lassen, keine Ahnung. Aber die hier, das gefällt mir nicht. Doch eigentlich... ist das zu viel hier. Lass das mal so. Haben wir jetzt einen Ofen? Ja, wir haben drin einen Ofen. Wir können mal eben Nüsse in den Ofen schmeißen. Und dann mal eben pennen gehen. Dann machen wir mal eben die Rückseite. Ofen? Habe ich hier nicht einen Ofen? Ach, den habe ich da oben hingestellt. Warte. Den holen wir mal eben. Ja, da ist er doch. Ist nicht so, dass wir noch zwei im Dings haben. Aber das wird ja eh die Küche. Das passt dann ja. Oh, warte mal, ich rutsche schon wieder zurück hier. So.
Oha, es ist echt schön geworden, finde ich. Oder es wird echt schön bis jetzt. Nehmen wir uns mal das Öfchen und ballern den da mal in die Ecke. Plopp, so. 62 hatten wir noch Kohle, ja. So, wir gehen erstmal pennen. Und dann machen wir die Rückseite des Hauses. Es sind sehr viele Baufolgen jetzt, aber das hatte ich schon mal festgestellt, ne? Hier müssen wir nachher gucken, wie wir von außen drankommen. Haben wir über... Ich soll da mal Holz mitnehmen. Da werden wir jetzt natürlich nicht mit auskommen, fürchte ich. Wir werden gleich nochmal Bäume schlachten müssen. Hoffe man das einfach so, so. Nee, hier ist keins mehr. Nee. Ich liebe das mit dem Stacken. Oh Gott. Wie gesagt, ist ja auch kein besonders reiches Haus hier. Haben wir die? Nee, warte, da haben wir die. Dann haben wir hier das. Und dann haben wir hier einer, ne? So müsste das sein. Gucken. Sieht man das? Ja, ich habe es genau falsch gesetzt. Die sind nämlich mittig. Axt. Die sind mittig. Das heißt, hier, hier, ich verkalkuliere mich hier immer so ein bisschen, dass die ja noch zu sehen sind hinterher. So. Haben wir hier eins. Oh, warte mal. Eins, zwei, drei. Drei, ja, und genau das war der Mist unten. Egal. So, pass auf. Haben wir jetzt hier im Fenster. Brauchen ja nur gegenüber gucken. So, eins, zwei, zack. Kommen jetzt drei, zwei, drei, eins, da, eins, zwei. Hier kommt gleich die Weg nach draußen, der Weg nach draußen hin. Warte. Ach nee, warte mal, wir gucken mal, wo wir die Tür hin... Ja, es wäre hier ein bisschen... Mit Verlaub etwas dämlich. Das heißt, wir setzen die Tür hier hin. Kommt hier die Tür hin? Hier ist zu. Die Ecke lassen wir komplett zu. Zu. Machen wir hier eins. Warte, wir passen das hier an. Wieder ist egal. Wird ja auch wie unten werden. Von der Form her. Mist. Hier kommt der hin. Aber wie gesagt, wir werden mit dem Holz nicht hinkommen. Und da. Okay. So, dann hätten wir hier den. Das heißt, da wäre zu. Da. Da ist das Fenster. Hier ist das Fenster. Richtig. Ja, wir müssen gleich nochmal Bäume fällen. Achso, das ging ja jetzt durch hier. Hier ist irgendwo, da ist die Tür. Ja, der spielt die nicht random, das ist kurios. Also die Playlist. So, und da war das Holz zu Ende. Warte mal, hier war die Tür, den können wir mal eben rausnehmen. Und auch mal als Tür markern. Ach, wir haben noch sieben. So. So, dann gehen wir mal in Bäume fällen. Wir haben mal unten nichts mehr, ne?
haben wir nicht. Haben wir nicht, wollen wir nicht. Ne, wollen wir schon, aber haben wir nicht. Ach Mist, hier ist bestimmt noch was gespawnt, ne? Ah, ist egal. Boah, das wird richtig leer hier. Wir müssen langsam nachbauen. Anpflanzen, nachbauen vor allen Dingen. Brauchen aber jetzt nicht ganz so viele. Wenn wir das Haus fertig haben, die Felder, und dann bauen wir ein Lager direkt. Wird ein offenes Lager werden, das kann ich jetzt schon sagen. Das kann ich schon sagen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es mache. Aber da fällt uns bestimmt auch noch was ein. Ich hätte gerne als Rücklage, als Wand oder so als Hintergrund so wie so ein Berg, so ein Hügel. Das heißt, es kann sein, dass wir... Ah, warte mal, da ist das Haus da. Dass wir, ich kann sowieso mal hinten fällen gehen. Ja, lass erstmal die spawnen. Dass wir die Ecke hier nutzen. Das hier wegziehen. Hier eine, so ein ganz klein bisschen in den Boden gehen. Und das hier quasi als Rückwand nehmen. Und das geht dann so rein und ist oben halt oder nach vorne halt offen. Das ist so die Idee, die ich hätte. Schwer zu erklären, man wird es sehen. Oder wenn ich anfange, man wird es relativ schnell verstehen. Hoffe ich. Guck mal, die bleiben auch wieder hier hängen. Wir nähern uns der ersten Höhle, fürchte ich. Also ich fürchte es, gebe ich zu. Ich fürchte es. Ich habe eine... Mir ist nicht gut bei dem Gedanken. Ich muss mal kurz husten. So. So 43, die sollten reichen. Ah, wir müssen oben auch noch die Pinöpsel setzen wieder. Was soll ich denn im Bett? Warte mal, wir machen mal so. Ich glaube, das reicht. Weil wir brauchen ja auch noch Stämme von außen. Ganze Stämme setzen wir davor. Die bevölkern die Gegend hier. So. Hier müssen wir schauen. Das hier im Balkon wird. Machen wir auch Stein. Haben wir noch Steine? Ich glaube ja. Ich glaube nein. Das Lied passt jetzt so schön dazu. Ich glaube nein. Doch. 30, dann nehmen wir den noch mit und wir nehmen den noch mit. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das mit dem Balkon so aussehen wird, wie ich es vorhabe. Aber wir probieren es mal. Ja, jetzt sind die Monster noch aus. Kann man die Tür auflassen? Später sind sie an. Dann sollte man die Tür nicht mehr auflassen unbedingt. Ich würde sagen, von der Breite reicht es. Da lassen wir aber das Holz in der Mitte. Scheiße. Lassen wir aber das Holz in der Mitte. Haben wir noch eine Spitzhacke? Ja. Natürlich. Obwohl, nee, ich muss das ja so... Nee, warte, ich lasse die so offen. Jetzt müssten wir natürlich hier eine schöne Verkleidung... Ach, Mist. Kann man hier, wenn man hier die Wand, das Ding reinmacht, die Tür, wie sieht es hier aus? Wo kommen wir hier raus? Genauso bescheiden. Und ich will nicht direkt daneben gehen, also lassen wir sie da. Wir könnten auch ein weiter rüber. Ich glaube, wir gehen auch ein weiter rüber. Dann ist das zwar direkt neben der Treppe, aber damit kann man leben. So, dann können wir das hier nämlich abdichten. Wir müssen auch unten noch was machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Aber, oh, guck dir die Aussicht an. Ja, cool, du guckst in den Sumpf. Naja, wenn wir hinterher alles noch neu kultivieren, da hinten kommt alles weg und dann kommt alles Eiche hin.
Aber vielleicht kommen ja da drüben auch Häuser hin. Wir wissen es noch nicht. Kannst aber schön vom... Alter, guck dir mal die Fische an, die sich hier rumtummeln. Warte mal. Wir machen jetzt einfach mal nebenher ganz kurz was anderes. Nehme ich eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da.